Ja, in Peking geht es für die Kanzlerin nicht nur darum, die Chinesen davon zu überzeugen, in die Euro-Rettung zu investieren. Auch ein zweites Konfliktthema wäre zu lösen, der Streit um eines der gefragtesten Güter für Industriestaaten, um die sogenannten seltenen Erden. Das sind Spezialrohstoffe, deren Namen Scandium, Lanthan oder Promethium klingen wie Zutaten für einen Zaubertrank. Ohne sie können keine Smartphones hergestellt werden, auch keine Katalysatoren oder Akkus. Fast alle seltenen Erden kommen aus China. Das Riesenreich hat die Ausfuhr aber stark beschränkt. Und das beunruhigt die deutsche Industrie. Björn Heckmann. Das hier ist eine wahre Schatzkammer. Zwar gibt's darin weder Gold noch Edelsteine, aber das, was in Regalen, Fässern, Dosen und Beuteln lagert, ist für viele Industrien unter Umständen noch sehr viel wertvoller. Seltene Erden, extrem seltene Spezialmetalle, ohne die in der modernen Welt fast nichts mehr funktioniert. Also seltene Erden sind Rohstoffe, die in sehr aufwendigen Produktionsprozess aus Erzen gewonnen werden. Anwendungsgebiete weit gefächert, von der Elektronikindustrie bis zu Magneten, Windkrafträder, also die verschiedensten Anwendungsgebiete. Zum Beispiel die Herstellung von Flachbildfernsehern, Leuchtstoffröhren, Akkus oder Katalysatoren. Und weil die unentbehrlichen Rohstoffe zu gut 95% aus China stammen, ist der Rest der Welt auf Lieferungen aus Fernost angewiesen. Doch die kommen ins Stocken, weil China mehr davon selbst nutzen will und die Preise kräftig erhöht. Exportbeschränkungen hat die Welthandelsorganisation zwar jetzt für illegal erklärt, darauf aber will sich auch die deutsche Industrie nicht verlassen und mit einer Allianz zur Rohstoffsicherung beispielsweise Vorräte anlegen, die zumindest für einige Monate ausreichen. Das heißt, man nimmt etwas Druck von den Unternehmen, dass eben mal ein Versorgungsengpass dann zu sehr, sehr großen Problemen führt. Und insofern bin ich in jedem Fall der Meinung, dass es eine gute Idee ist, zum Beispiel den Bedarf für 6 Monate physisch einzulagern. So etwas hatte viele Jahrzehnte lang niemand für nötig gehalten. Vorräte legte sich kaum eine Firma an. Statt sich um Alternativen zu kümmern, hat der Rest der Welt sich stets darauf verlassen, dass die Chinesen weiter liefern. Und die Industrienationen haben ihnen das schmutzige Geschäft nur zu gern überlassen. Die Förderung der seltenen Erden belastet die Umwelt. Und deshalb sind dann Minen, die es vorher auch gab, in Kalifornien etwa, die sind stillgelegt worden. Und jetzt ist die Abhängigkeit da. Neben Australien und Kanada plant nun auch Deutschland bald selbst einige der seltenen Erden abzubauen. Und wenn die Weltmarktpreise immer weiter in astronomische Höhen steigen, dann wird wie schon in Asien und Afrika vielleicht auch hierzulande irgendwann eine ganz neue Art von Rohstoffabbau beginnen. Bald könnte es sich nämlich lohnen, auch im Abfall nach alten Handys, Bildschirmen und anderem Schrott zu suchen, um die seltenen Rohstoffe herauszulösen. Manch eine verborgene Schatzkammer wird da zurzeit womöglich noch völlig unterschätzt.